Was ist auf der anderen Seite anders als auf dieser Seite? Hä? Okay. Raus hier. Puh, all you can see is a blinding light. Oh, Bilder aus dem Hauptspiel. All you can think of is running for your life. Where are you? Im Himmel, in der Hölle. Einfach nur weg. Are you dead? Ich hoffe mal nicht. Did the tower explode? Ich hoffe wirklich. You can feel yourself running still. You have no idea where to. Mm-hmm. You finally materialize just outside the tower of Amadazia. This isn't good. This thing is gonna blow we are on its doorstep. You look at each other in dismay. Betrayed by the force of time, they escape. You all turn to your team's wizard, Lang Sandley. I can't, I'm too weak after the battle. I couldn't light candle right now that alone with the gateway of any kind takes, and the source is very odd. This is horse shit, man, we have to get out. Okay, suddenly a tiny split in the air nearby and turns sideways, rotating and expanding. Someone else is getting in now here. All you realize together what is coming through that gateway, watch us. Sparing broken spirited glances at each other, blah blah blah, horrible. Viel zu schnell für mich, leider. Brave Northerners, we are battle chanters from Basnabu. Come quickly, there's not much time. We don't know these people, we don't know where they will take us. It's been better than here, right? The Tower of Amadazia erupts in a fiery blaze. Explosions burst through the sides of the tower and the surrounding spires crumbling and topple like matchsticks, spraying, towards your team. Without another thought, you always toward what seems like a blink gate, an escape route provided by these people from Basabu. Leaping through, indeed your survivors, saviors, wie auch immer. Just after your team passes through the gateway, Amadazia and everything within 50 spans of it is incinerated. Darkness consumes you. All you can remember seeing a strange unfamiliar people. They seem to caring for you. Yeah. Port to the meeting room. Oh fuck. Das war nur eine von vielen Belagerungen, so wie das da steht. Die Watcher sind noch nicht fertig mit uns. Credits for the Labyrinth of Lies, Wallets, High Temple, High Elf Temple, Dark Elf Temple, Frozen Temple, Northern Dungeon, Deep Dungeon. Corrupt Dungeon, Southern Temple, Clean Dungeon, Dungeon Master.
Leech Slug Living Tree. Also ja, das sind die ganzen Sachen, die nicht aus dem normalen Dungeon Creator von Almost Humans gekommen sind, sondern alles Sachen, die halt von anderen Leuten extra entwickelt wurden. Wie Tables and Chairs, Statuen, Bookshelves, all die Sachen. Gab es ja im Originalspiel nicht und wird es wahrscheinlich im Original Dungeon Creator auch nicht gegeben haben. Da die ganzen Bücher und alles. Also manche Sachen hat er sich einfach von anderen eben genommen. Denke ich mal. Also so lese ich das hier. Oder haben andere für ihn gemacht. Und er hat es dann halt verwendet. Musik hat er sich aus anderen verschiedenen Spielen genommen. Zum Beispiel Ultima Underworld. Special Thanks. Ja. Ah, Learn from Scrolls haben die entwickelt. Buffing Scripts, Healing Spells, Blood Curse, Lifesteal, Core Monster. Das ist alles entwickelt worden, wirklich. Und er zählt hier alles gerade auf. Echt cool. Naja, ich muss auch ehrlich sagen, so einen Dungeon mit diesem Ausmaß, ich meine, wir sind bei fast 300 Folgen angekommen. Das kann ein Mensch nicht alleine machen. Er hat zwar wahrscheinlich die ganzen Ideen und die Levels konzipiert und die Gegner und alles, aber ich denke mal, da hat er viel Hilfe gebraucht. Und das nehme ich ihm auch gar nicht übel. Das Endprodukt, das war einfach geil. Deep in the half of another war struck land, a land far from yours, yet similar to in their plight to survive. A dark furious force still digging plotting with unfair advantage. Legions of darkness, martial waiting in his innocence and deception. They will never cease, they will never submit, they will never show mercy. They watch the way they see ahead, years ahead, decades ahead. Was their seeming uncanny loss at King Tom and Saint Mary at Frick? Did they allow you to destroy Mardazia, the one city that gave the people of the Northern Realms hopes and inspiration? Was it just for positioning, illusion, blah blah blah? The father of Loy never plan is the assumption that you know more than your enemy. This is not the end, but it is an end. Ja, das Ende von Labyrinth of Lies. Gut, während das Original Legend of Grimwalk die Credits auslaufen, meine Abschlussworte zu diesem Let's Play. Also, ihr könnt es vielleicht an meiner Stimme hören. Ich bin am Ende. Ich bin echt am Ende, was dieses Let's Play angeht. Also, dieser Custom Dungeon, dieser riesengroße Custom Dungeon hat mich auf eine Berg- und Talfahrt mitgenommen durch alle möglichen Gefühle von Freude, Angst, Hass, Panik. Ich meine, allein schon meine Reaktion, ich habe es mir nachher nochmal angeguckt, als ich in der Underworld auf die Cubes gestoßen bin und als es mehr geworden sind. Ich war kurz davor, einfach Rage Quit zu machen, weil ich es einfach nicht ertragen konnte, dass auch noch das kommen musste. Ich meine, wir hatten schon so viel Zeug hinter uns, die Frame Drops bei diesen unendlichen Gegner-Spawns da teilweise. Und lassen wir mal ruhen. Auf jeden Fall.
Ich für meinen Teil muss ehrlich sagen, ich will nichts Negatives über diesen Custom Dungeon sagen, weil es gibt nichts Negatives. Also nichts an dem Custom Dungeon selber, sondern dieser Dungeon ist hammergeil gewesen. Also richtig schwierig. Nicht künstlich schwierig, sondern wirklich zum Nachdenken, zum Rumprobieren, Glück haben. Ich meine, wir hatten da einen Abschnitt, wo ich die ganze Zeit mit hungrigen Leuten rumgelaufen bin, weil ich keine Nahrung mehr hatte, weil ich jetzt so verschwenderisch war. Hab's aber dann trotzdem irgendwie rumgerissen, ohne das Projekt abzubrechen. Ich musste ein paar Mal den Walkthrough sehen, weil es teilweise wirklich viel zu schwierig war. Und ich es einfach nicht geblickt hatte, aber ich hab's geschafft. Mit ein bisschen Hilfe habe ich es geschafft. Wir haben auch über 90% des Dungeons gecleared. Also es war kein 100%, das waren etwas mehr als 90%, weil ich hatte von 288 Secrets haben mir 27 gefehlt. Also etwas weniger als 10%. 29 wären etwas mehr als 10% gewesen, wären um die 10% gewesen. Also etwas weniger als 10% an Secrets haben mir jetzt gefehlt. War aber nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Es sollte ja kein 100% waren werden, das hätte ich mir nicht antun können. Und euch auch nicht wahrscheinlich. Ja. Aber was es ansonsten so angeht, richtig geil umgesetzt. Die Grafiken, die Gegner, die Texturen, also man hat richtig gemerkt in der Underworld, ja, ich hab's immer mit der Underworld, in der Underworld, dass das ein richtig beschissener Ort ist. Der gefrorene Norden hingegen, den fand ich richtig cool. Da hat man wirklich die Kälte gespürt. Und auch in den Horus Mines, abgesehen von dem Ort, wo man keine Magie wirken konnte. Ja. Was kann ich dazu sagen? Ich bin trotzdem froh, dass das Projekt vorbei ist. Aus drei Gründen. Erstens, es ging schon recht lange. Wie gesagt, wir haben fast 300 Folgen zusammengekriegt. Zweitens waren das halt noch die technischen Probleme, die genervt haben. Also, dass mir das Spiel beim Speichern abgestürzt ist immer wieder. Oder auch beim Laden, weil ich es verpeilt habe, über das Menü zu laden. Daran ist aber, glaube ich, mehr meine Render-Software schuld, weil die im Hintergrund läuft und auch RAM verbraucht, dass sich da irgendwie Sachen überlagert haben teilweise. Aber ja, wir haben es irgendwie durchgekriegt. Und halt der dritte Grund, weil ich einfach irgendwie ein bisschen teilweise die Motivation verloren habe, das muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte teilweise dann doch keine Lust aufzunehmen. Hab's dann doch irgendwann gemacht, um wieder reinzukommen. Oder beziehungsweise mich ein bisschen dazu gezwungen, damit es nicht zu viel Zeit verstreicht, damit ich nicht rauskomme, besser gesagt. Das hatte nichts, im Großen und Ganzen nichts mit dem Dungeon selber zu tun, sondern mehr mit meiner Inkompetenz. Und halt mit den technischen Fehlern, die haben es auch ein bisschen an den Motivationen gekratzt. Aber ja. Wir haben Labyrinth of Lies beendet. Wir haben den Turm in die Luft gejagt, die Watchers mit, aber es scheint nicht das Ende zu sein. Ich weiß nämlich, dass für Legend of Grimrock 2 bereits der Labyrinth of Lies 2 in Arbeit ist oder sogar vielleicht schon fertig ist. Aber bevor ich mit dem nächsten Dungeon Crawler anfange, brauche ich erstmal eine Pause. Ganz ehrlich. Ich werde ein anderes Projekt anfangen. Ich habe da so ein paar alte RTS, also Strategiespiele im Auge, von denen ich mal gucken möchte, welches ich am besten aufnehmen kann. Und da werde ich vielleicht irgendwann mal Labyrinth of Lies 2 reinschieben, wenn ich mal wieder Motivation dazu habe. So, gut, das wäre alles, was ich zu sagen habe. Außer, dass ich mich noch ganz herzlich bei all meinen Zuschauern, die das durchgehalten haben, bedanken möchte. Hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, ihr mich hoffentlich nicht für meine Fehler lynchen wollt und dass wir uns bei anderen Projekten wiedersehen. Vielleicht bei Labyrinth of Lies 2. Hoffentlich früher. Also,
Vielen Dank. Wir sehen uns bei meinen anderen Projekten, beim nächsten Projekt. Macht's gut. Und hi ho. Ciao.